Moin ihr Zuckerschnecken. Heute quatschen wir nochmal kurz über Matthijs de Ligt, seinen bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern und warum der Preis für ihn gerechtfertigt ist. Viel Spaß! Der Wechsel von Matthijs de Ligt zu den Bayern soll kurz vor dem Abschluss stehen und könnte schon in den nächsten Tagen durchgehen. Laut Sport Mediaset sind die Bayern bereit, ein Angebot über 80 Millionen Euro plus 10 Millionen Bonus abzugeben und es heißt bzw. man munkelt, das Angebot könnte angenommen werden. Wir haben in den letzten Tagen öfter über einen möglichen Transfer gequatscht, heute möchte ich aber nochmal mit euch über was anderes reden, und zwar über die Ablöse für den Niederländer. Denn ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viele Diskussionen gelesen, gehört und auch geführt, was die mögliche Ablöse angeht, also dachte ich mir, ich packe das Ganze mal hier in ein Video. Denn ich habe zum einen des Öfteren gelesen, dass einige Bayern-Fans auf weniger Ablöse spekulieren. Von anderen hieß es, der Preis ist zu hoch oder de Ligt ist das Geld nicht wert und wiederum andere sind absolut zufrieden, wenn der Deal durchgeht. Zuallererst muss man einfach mal sagen, dass der Marktwert von de Ligt alleine schon bei 70 Millionen Euro liegt. Juve hat selbst vor 3 Jahren 75 Millionen Euro plus Boni für de Ligt hingelegt. Ich verstehe nicht, wie einige da auf den Gedanken kommen, dass de Ligt für 50 oder 60 Millionen gehen darf. Der Innenverteidiger stand eigentlich gar nicht zum Verkauf, sondern man wollte den Vertrag mit dem 22-Jährigen vorzeitig verlängern. Erst weil das gescheitert ist, also die vorzeitige Verlängerung, gab es für Juve überhaupt die Überlegung, den Niederländer zu verkaufen, denn eigentlich sollte die Defensive um ihn herum aufgebaut werden. Und bei 2 Jahren Restvertrag, die er noch hat, ist es normal, dass Juve mit einer sehr, sehr hohen Forderung reingeht. Zumal er erstens eine Ausstiegsklausel hat und zweitens man den Spieler noch ersetzen muss. Juventus ist nicht gezwungen, de Ligt in diesem Sommer zu verkaufen. Man könnte ihn genauso gut noch 1 Jahr behalten und nächstes Jahr, 1 Jahr vor Vertragsende verkaufen, wahrscheinlich für etwas weniger Ablöse, aber dadurch, dass er günstiger wäre, wären auch wieder mehr Interessenten im Spiel. Deswegen ist doch klar, dass Juve viel Geld rausschlagen will. Aber mal davon ab, muss man auch einfach mal bedenken, dass es keinen einzigen Innenverteidiger in seinem Alter gibt, der auf dem Niveau von de Ligt ist und dazu auch noch die Erfahrung mitbringt. Der Kerl ist immer noch erst 22 Jahre alt, hat über 300 Spiele als Profi gemacht und schon mächtig viel Champions-League-Erfahrung. Er ist Stammspieler bei einem Top-Club. Ich meine, guckt euch mal andere Spieler in diesem Alter an, auf derselben Position, was für die verlangt wird, und die haben nicht mal im Ansatz so eine Konstanz gezeigt wie de Ligt. Die sind meistens seit 1-2 Jahren Stammspieler, während de Ligt mit 17 Jahren Ajax-Kapitän war und mit 19 zu Juventus Turin gewechselt ist und Stammspieler wurde. In einer Liga, wo man nicht gerade auf Talente baut, bei einem Club, der immer noch zu den stärksten in Europa gehört. Und ich möchte euch da mal 2 kleine Beispiele nennen. Zum einen Ruben Dias. Der ist vor 2 Jahren für 68 Millionen Euro aus Portugal zu Manchester City gewechselt. Hatte ungefähr die Hälfte der Spiele von de Ligt. Kaum Champions League Erfahrung und vor allem nicht ein einziges Spiel in der Top 5 Liga. Und dabei war er zum Zeitpunkt seines Transfers sogar schon 1 Jahr älter als de Ligt. Oder ein anderes Beispiel. Virgil van Dijk. Damit haben wir 2 der besten Innenverteidiger der Welt abgedeckt. Der ist als 22-Jähriger für unter 3 Millionen Euro als Talent zu Celtic gewechselt. 4 Jahre später ist er dann für 85 Millionen zu Liverpool gewechselt. Matthijs de Ligt hat mit 22 Jahren schon bewiesen, dass er einer der 10, 15 besten Innenverteidiger in Europa ist. Und er hat lange, lange, lange noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Ich verstehe nicht, wie man dann davon reden kann, dass der Preis für ihn zu hoch sein soll. Beziehungsweise, ich möchte es anders formulieren. Natürlich sind die Ablösen aktuell generell im Fußball alle viel zu hoch und man kann diese Summe absolut nicht rechtfertigen. Aber verglichen mit anderen Spielern ist die Ablösesumme für de Ligt mehr als gerechtfertigt. Im Endeffekt bekommen die Bayern einen Top-Spieler mit Potenzial ohne Ende und Juve bekommt genug Geld, um die kaputte Kaderstruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Von dem Deal profitieren meiner Meinung nach am Ende alle. Aber was meint ihr? Schreibt gern eure Meinung zu dem Transfer in die Kommentare, lasst gern ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.